Und moin, liebe Zockerfreunde, und herzlich willkommen zurück in Hamburg. Ja, es dreht sich natürlich um Cities in Motion 2. Ihr habt es in der letzten Folge gesehen. Er ist zusammengebrochen, ohne dass irgendeiner das Spiel im Grunde verlässt, ohne dass irgendeiner Internetprobleme oder ähnliches hat. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wir fangen eine neue Staffel an, haben uns dazu 3 Maps rausgesucht. Ihr könnt auch gerne eigene Vorschläge machen. Wenn da natürlich die Mehrheit nachher für ist, können wir uns auch gerne davon überzeugen lassen. Ich habe mir 3 Maps rausgesucht und wir fangen einfach mal mit der Map in Hamburg an. Hamburg kennt ihr schon, Hamburg finden wir gut, Hamburg ist eine Weltstadt, Hamburg ist klasse. Hier sind zum Beispiel, Entschuldigung, die Petronas-Türme, die gleich mal eine richtige Anzahl an Arbeitsplätzen schaffen, genauso wie das Industriegebiet hier. Sehr gut gewählt, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Hier sind die Landungsbrücken, alles mit Wiedererkennungswert. Hier hinten der Flughafen, das HSV-Stadion, das Volksparkstadion. Hier müsste denn so ungefähr, oh, hier sind aber viele Stadien. Millerntor müsste ja auch noch irgendwo sein in der Innenstadt. Warte, es müsste eigentlich das hier sein. Irgendwie müsste das hier sein. Das ist auch nicht so wild. Das ist ja alles nicht unbedingt haargenau maßstabsgetreu. Und ja, es gibt viel zu bauen. Ihr habt das ja auch schon in meinem Singleplayer Let's Play gesehen dazu. Das habe ich natürlich abgebrochen, weil ich im Multiplayer das weiter zocken will mit dem Helge zusammen. Hier wäre der Hauptbahnhof und hier führen natürlich auch schon viele Schienen zusammen. Und man kann hier sehr viel mit Umsteigestationen und Co. arbeiten. So, das war's von Hamburg. Wir gehen auch gleich mal in die nächste Stadt über. Ich wollte es eigentlich schneiden, aber wir gehen wieder in den Grundbildschirm, Sandbox-Mode. Ich suche mal eben die nächste Stadt raus. Ist San Andreas haben wir noch dazu ausgesucht. Da gucken wir natürlich auch rein. Ich denke mal, jeder kennt GTA 3, jeder kennt San Andreas. In GTA 5 ist auch wieder San Andreas mit dabei. Ich habe die Map noch nicht angeschaut vorher. Hier ist natürlich der große Flughafen San Andreas. Schade, dass hier keine Gebäude sind. Hier sind alle Straßen gebaut, die keine Gebäude bringen. Kann man natürlich vielleicht noch, kann man das ändern? Ja, kann man ändern. Zack. Und dann könnte man aus den einfachen Straßen, ups, solche Straßen machen und dann bilden sich natürlich auch Gebäude. Das kann man natürlich alles machen. Ich finde es von der Map her sehr gelungen, weil wir halt hier ein Stadtteil haben. Wir haben hier noch ein Stadtteil und auch hier ein Stadtteil. Die Stadtteile sind auch noch benannt, aber ich habe das mir jetzt nicht aufgeschrieben. Warte mal, das müsste Los Santos sein, San Fierro und Las Venturas, glaube ich. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, deswegen will ich mich darauf nicht versteifen. Man kann natürlich hier jetzt die ganzen Straßen, wo nichts ist, kann man natürlich nochmal umändern in andere Straßen. Die wiederum sind natürlich ziemlich gut gebaut, finde ich. Dass ich da nichts baue, na gut, hier kann man auch immer nochmal ein, zwei Strecken mit anbauen. Des Weiteren ist natürlich auch, ich glaube, das hier war die U-Boot-Geschichte. Des Weiteren kann man natürlich auch noch erweitern. Hier ist noch viel, viel Bauplatz, womit man auch noch eigene Städte so ein bisschen aufbauen kann. Oh, hier haben wir sogar eine Pyramide gebaut. Ist natürlich sehr nett gelungen, leider kein Gebäude, aber es ist doch durchaus gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist natürlich neben so einem Wolkenkratzer, so ein kleines Geschäftsgebäude zu haben, sieht schon lustig aus, so in der Relevanz. So, das war unser zweiter Vorschlag, nicht zu vergessen, San Andreas. Wir gehen zurück zum Menü und starten die letzte rausgesuchte Straße, Stadt, die ich persönlich auch sehr favorisiere. Man sieht hier schon, dass sie ziemlich voll gebaut ist. Es ist immer noch Platz hier oben, hier unten, überall noch was zu bauen. Ja, ich habe meine eigene benutzerdefinierten Regeln dazu.
Wenn ihr die mal haben wollt, müsst ihr das mal in die Kommentare schreiben. Dann schreibe ich euch das auf, was ich da eingestellt habe. Weil ich finde Gelenkbusse mit 30 Sitzplätzen und 60 Stehplätzen doch etwas untertrieben. Und die Straßenbahnen auch mit 30 Sitzplätzen und 60 Stehplätzen finde ich doch durchaus etwas unterbesetzt. Deswegen habe ich das alles ein bisschen hochgeschraubt. Dazu natürlich auch die Kosten, Energiekosten, Wartungskosten, Wartungszeiten und alles drum und dran. Dass das alles auch rechtens und halt nicht gecheatet ist. Ne? Da lege ich sehr großen Wert auf, weil ich cheate nicht. Nein. Habe ich gar keine Lust. Also ich finde das sehr dekorativ. Hier sieht man auch sehr schön die Felder. Das ist alles in Kleinstarbeit gemacht. Mit diesen Rändern und alles. Das sind andere Bodenverhältnisse sozusagen. Und ich finde, das ist richtig geil gemacht. Hier eine Riesenstraße mit Bäume, Allee und Co. Hier sieht man auch nochmal sehr schön Riesensträßchen. Gut, hier haben sie jetzt Fußgängerwege mit Bordstein genommen. Das heißt, hier werden sich überall noch Gebäude bauen. Wie man jetzt hier so sieht. Des Weiteren sind hier, das sieht auch sehr geil aus. Oder? Wenn man hier jetzt die Autobahn längs fährt, man hat richtig so Autobahn-Feeling. Sehr cool. Ich hatte eben kurz mal reingeguckt in die Map hier. Richtig cool. Hier ist der Buckingham Palace. Den kann man im Multiplayer nicht bauen. Der wäre dann quasi vorhanden und den können wir nutzen mit 600 Arbeitsplätzen. Hier wäre das weitere, das Opernhaus. Und ich habe auch die anderen hier schon gefunden. Ja, dann habe ich gefunden. Ja, hier ist noch eine. Die St. Mary's. Ex, weiß ich jetzt nicht, was es heißt. Deswegen habe ich aufgehört zu reden. Ich bin ja mal ganz ehrlich. Ich wäre hier. Ne? Also es gibt hier wirklich sämtliche große Gebäude. Hier ist, guck mal, hier ist der Elizabeth Tower, Westminster. Irgendwo da in der Nähe war auch noch ein großes Gebäude. Ich finde es jetzt doch, hier ist auch noch eine. Burj Al Arab. Ganz klar. Weiß jeder, was damit gemeint ist. So, hier bauen sich auch noch Gebäude, hat man eben gerade gesehen. Die sind da eben gerade entstanden, habe ich genau gesehen. Habe ich genau gesehen. Also, was ich auch sehr schön finde, ist halt dieses Detailgetreue. Ne? Man sieht hier sehr schön, das ist natürlich kein Stadion, was man anklicken kann, sondern das ist ein selbstgebautes Stadion. Das sind einmal Straßen, hier ist Kernkraftwerk und drumherum, also Arbeitsplätze und hier sind halt die Fußgängerwege. Daraus haben sie halt ein Stadion gebaut. Genauso haben sie das gemacht bei einem Bahnhof, den habe ich auch schon gesehen. Nochmal eben. Warte. Den suche ich euch nochmal raus. Den finde ich auch richtig gut gelungen. Ich folge mal den Schienen. Ja, hier ist der Flughafen. Da weiß ich noch nicht, wie wir die hier abholen. Die Schüler, die Armen. So, Bahnhof. Wo ist denn jetzt da hin? Ich meine, das sieht natürlich echt cool aus, ne? Oder? Mit diesen Wegen. Das sieht aus wie ein Dach mit Glasfenstern. Und hier sieht man halt auch sehr gut, dass die hier unterirdisch alle durchfahren und dass man hier auch sehr gut Umsteigestationen hier oben zum Beispiel drüber fahren kann. Und auch hier hinten kann man die mit Sicherheit irgendwie hier wegholen. Das kriegt man bestimmt irgendwie hingebaut. Helge nicht, aber ich. Und es gab noch einen. Es gab auch noch einen. Hier ist noch einer. Den fand ich ein bisschen strange, aber ist durchaus sehr schön. Hier fehlt natürlich der zweite Pfeiler. Aber hier ist natürlich echt cool gemacht. So hier einmal mit Brücken und da durch und allen drum und dran. Oh, jetzt steigt wieder die Einwohnerzahl. Das habe ich vorhin auch schon. Und hier kann man schön mit der S-Bahn durchfahren und die Fahrgäste abholen. Das finde ich richtig cool. Das finde ich richtig, richtig cool. Hier steigt jetzt nämlich die Einwohnerzahl. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade so ist. Das war aber vorhin, wo ich hier reingeguckt habe, genau dasselbe. Ja, wenn ihr euch das runterladen wollt, es gibt die im Workshop. Die Namen schreibe ich nochmal hier drunter als Info.
Und damit habe ich jetzt die dritte Staffel angekündigt. Die kommt am Wochenende, am Samstag, den 23. müsste das sein. Heute ist der 16. Müsste der 23. sein. Moment, ich könnte noch mal ein bisschen die Stadt genießen. Ich gucke noch mal auf mein schlaues Handy, bevor ich jetzt hier ein falsches Datum ankündige. Ja. Richtig, Samstag, der 23. wie gewohnt um 18 Uhr. Ich hoffe, ihr seid mit dabei bei der dritten Staffel. Ich hoffe, ihr seid auch nicht zu böse mit uns. Und ich habe hier noch einen gefunden, den Kölner Dom. Auch mit 600 Arbeitsplätzen. Eigentlich. Oh, der hat sich gerade gebaut. Lol. Okay. Somit war es das von meiner Seite. Ihr entscheidet mit, beteiligt euch groß mit daran, denn ihr entscheidet, wie gesagt, groß mit. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Hier ist auch schon der erste Verkehr unterwegs. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der dritten Staffel. Vielen Dank. Tschüss.